Endlich Wochenende, nach fast 3 Wochen der Abstinenz endlich wieder Onion Spot. Wir haben ein ganzes Wochenende frei, ohne Termine. Wir verbringen das kommende Wochenende hier im Wollparadies in Huttwil. Das ist ein Handwerksbetrieb, der Wolle verarbeitet von allen möglichen Tieren, Alpakas, Kamelen, Wollschweine. Wir werden uns das morgen mal anschauen gehen, freuen uns schon, die Tiere zu besichtigen, auch den Betrieb zu besichtigen. Es gibt hier auch einen Laden, der diverse handgemachte Produkte verkauft, von Textilien zu Seifen. Sehr gespannt! Wirklich ein wunderschöner Platz, dieses Wollparadies hier. Hier seht ihr auch die Plätze, wo im Sommer mongolische Jurten stehen, die man auch mieten kann. Gleich hier zur Rechten gibt es ein Sanitärhaus, so dass jede Jurte ihre eigene Toilette und eigene Dusche hat. Im Sommer gibt es hier sicher auch noch Lagerfeuer am Abend. Wir haben jetzt eben einen Rundgang über den Hof gemacht, Kamele gesehen, einen Pfau gesehen, freilaufende Hühner mit einem stolzen Gockel, diverse Tiere, viel gelernt. Es hat überall Informationsschilder über Wollherstellung und Verarbeitung für Laien wie uns. Sehr interessant, viel Neues gelernt. Samstagnachmittag, hier draußen ist wirklich was los. Gefühlt kommt jede zweite Minute ein neues Auto angefahren. Der Laden hier des Handwerkbetriebs scheint wirklich gut zu laufen am Samstag. An den Kontrollschildern anzuurteilen, kommen die Leute aus dem ganzen Land hierher. Die meisten laufen mit Bettwaren wieder raus, Decken oder Kleidern oder Filzschuhe. Sehr breites Angebot, das es hier gibt. Scheint wirklich beliebt zu sein. Die Aussicht auf dem Fenster, immer wieder eine Freude. Schafe, Geißen. Da hinten stehen noch 2 Alpakas rum. Sehr lustig zum Zuschauen. Wir sind nun hier im Bistroraum. Es gibt hier diverse Tische. Durch den Tag ist hier relativ reger Betrieb, Kaffee und Kuchen. Abends ist hier Selbstbedienung. Hier gibt es eine Truhe mit verschiedenen Eissorten, einen Kühlschrank mit diversen Getränken und hier drüben eine große Küche, die man abends auch zum Geschirrspülen verwenden darf. Auch die Toiletten befinden sich gleich hier drüben. Alles wunderbar, sauber gepflegt. Kann man überhaupt nicht motzen. Und jetzt Geschirrreinigung. Abtrocknen und nachher gibt es noch einen Kaffee und nochmal weiter Video schneiden. Kommen wir zum Onion Van Fazit über das Wollparadies. Es gefällt uns hier grundsätzlich sehr gut, speziell der Hof mit all den Tieren, die man anschauen kann. Das macht wirklich Spaß, ist eine Freude. Der Handwerksbetrieb, den man besichtigen kann, sehr eindrücklich, lehrreich, wirklich Handwerkskunst auf hohem Niveau. Wir haben viel gelernt über die Wollverarbeitung. Zum Stellplatz selber, ich würde sagen, wir fühlen uns hier eher toleriert als willkommen. Ich habe
Mühe, das genau zu artikulieren. Grundsätzlich ist das Personal freundlich, aber irgendwie echt schwierig zu sagen. Es ist schon beim Einchecken nicht wirklich viel Wärme zu spüren. Man muss einen Zettel ausfüllen. Schon beim Anrufen im Voraus zur Reservation des Stellplatzes wird man eher abgewimmelt, à la man kann gar nicht reservieren, man soll unbedingt schauen, während den Ladenöffnungszeiten, sprich vor 18 Uhr hier einzutreffen. Aber ja, grundsätzlich alles in allem ein guter Stellplatz, ein naturnaher, schöner Stellplatz in einer idyllischen Landschaft. Was positiv hervorzuheben ist, gestern Abend, es hat richtig stark geregnet, die Wiese hier ist ein rechter Matschhaufen. Wir haben dann so eine Fußmatte gekriegt aus Holz, damit wir hier zumindest die Schuhe hinstellen können und nicht komplett im Boden versinken. Finde ich eine tolle Sache. Sehr positiv hervorzuheben ist auch die Webseite der Betreiber, kamele.ch, kann man sich einfach merken. Es gibt viele gute Informationen darauf für Besucher, Ideen mit Ausflugsmöglichkeiten, Verpflegungsinformationen zu Restaurants, zu Essenslieferdiensten. Von dem her sehr positiv gemacht. Man merkt, der Hauptfokus liegt sicher auf die Sommerzeit, wo hier die Jurten, die wir euch gezeigt haben, bewirtet werden, die man mieten kann. Jetzt im Winter ist alles so ein bisschen heruntergefahren. Auch die meisten Sanitäranlagen sind sehr reduziert. Kommen wir zu der Bewertung. Für die Location selbst geben wir 7 Punkte. Dies primär, weil sehr zentrumsnahe. Wir haben rund eine Viertelstunde gebraucht ins Dorfzentrum. Die Erreichbarkeit ist somit gut, auch von der Anfahrt her mit dem Camper problemlos möglich. Da drüben steht auch ein rund 9 Meter wahrscheinlich langes Wohnmobil. Straßentechnisch alles gut. Zur Infrastruktur, da haben wir 6 Punkte vergeben. Es gibt einen Stromanschluss. Wir haben hier so die Maximallänge unserer Kabelrolle ausgetestet, hart am Limit, aber es hat noch gerade geklappt. Es gibt Möglichkeit, Frischwasser zu beziehen, keinen direkten Schlauch. Man muss also den Kanister beim Gebäude füllen zu gehen, aber auch das ganz gut. Was leider fehlt, ist eine Entsorgungsmöglichkeit für Chemietoiletten und die Sanitäranlagen. Im Sommer gibt es neben den Jurten einen Container mit Duschen und Toiletten. Jetzt im Winter muss man, um die Toilette zu benutzen, das Bistro aufsuchen, welches auch gut benutzt wird von Besuchern des Ladens. Da ist immer ein bisschen was los, es gibt einfach nur eine Toilette. Scheinbar gäbe es auch eine Duschmöglichkeit da in der Nähe, die soll aber bitte nur benutzt werden außerhalb der Ladensöffnungszeiten. Vielleicht werden wir die später noch anschauen, aber da gäbe es sicher noch Luft nach oben, beispielsweise mit einem zweiten Container, mit einer Dusche und einer weiteren Toilette. Zur Sauberkeit haben wir 8 Punkte vergeben. Die Infrastruktur, die da ist, muss man sagen, ist gut gepflegt. Die wird wahrscheinlich regelmäßig gewartet. Alles auf hohem Standard. Gibt es nicht viel daran auszusetzen. Zum Preis. Wir haben für 2 Nächte jetzt 42 Franken bezahlt. Der Betrag setzt sich zusammen aus 15 Franken pro Nacht und Fahrzeug. Moderate 2 Franken pro Tag, wenn man Strom benutzen will. Die Leute haben hier auf dem Gebäude nebenan, vielleicht fotografieren wir das später noch, eine riesengroße Solaranlage. Finden wir wirklich toll. Es gibt auch eine Möglichkeit, sein E-Bike oder sein Elektrofahrzeug aufzuladen. Und deshalb sind gerade bei den gegenwärtigen Strompreisen 2 Franken pro Tag pro Fahrzeug für den Stromanschluss absolut angemessen. Weitere 2 Franken pro Nacht und Person kommen dazu für die Benutzung der Sanitäranlage. Da würde ich jetzt ein bisschen ein Fragezeichen dran machen. Wie gesagt, es gibt eine Toilette beim öffentlich zugänglichen Bistro. Die Duschen, wie gesagt, größtenteils außer Betrieb.
Alles in allem 21 Franken pro Nacht, die wir jetzt bezahlt haben, finden wir fair 6 von 10 Punkten angemessen. Unser Gesamturteil, wenn wir das alles zusammenfassen, kommen wir auf 7 von 10 Punkten. Wir können den Platz sicher empfehlen, gerade auch für Familien mit Kindern ist es sicher toll, hier die Tiere zu bestaunen und am besten vielleicht auch, wenn man, keine Ahnung, neue Bettwaren braucht, neue Kleider braucht, lässt sich das wunderbar mit einem Besuch im Laden kombinieren. Wir haben heute für Freunde und Bekannte und für uns selber im Laden auch 4 schöne Schafseifen gekauft mit diversen Geschmacksrichtungen oder Duftrichtungen. Eine tolle Sache.